Seit 20 Jahren gestaltet Tillmann Merck die Geschicke der Universität Innsbruck vom Rektorat aus mit und ist seit 2011 an der Spitze der Bildungseinrichtung. Es waren also eigentlich in Wirklichkeit sehr viele schöne Momente. 1944 in Seefeld geboren, ist er seiner Heimat Tirol und der Universität Innsbruck treu geblieben. Es wird Sie nicht überraschen, dass meine persönliche Bilanz positiv ausfällt. Nach dem Studium der Physik in den 1960er Jahren, ersten Erfahrungen als Naturwissenschaftler in den 70ern, folgte in den 80ern die Ernennung zum Universitätsprofessor. In den 90ern und 2000ern war er Leiter des Institutes für Ionenphysik, ab 2003 Vizerektor. Also es ist sicherlich ein Knochenjob. Mehr als 61 Jahre nach dem Beginn seiner wissenschaftlichen Karriere dürfen wir ihn heute einen Tag lang begleiten. Ich werde etwas wehmütig zurückblicken. Naja, der Tag beginnt so, dass ich zuerst einmal schon beim Rasieren darüber nachdenke, was sind die wichtigen Termine, was müsste ich dafür mir eventuell noch anschauen, vorbereiten. Ich komme dann an im Büro und als erstes schaue ich, dass ich schnell ein paar E-Mail erledigen kann, bevor der erste Termin beginnt. Ja, also Frühstück ist für mich ganz wichtig, am besten mit frischem Brot, ganz wichtig, meine selbstgemachte Marmelade und damit ist der Tag gerettet. Und ein bisschen Zusatzenergie kann heute nicht schaden, es ist viel los. Der erste Termin wartet auch schon. Hunderte Besprechungen, Konferenzen, Empfänge, Einladungen und Eröffnungen hat es in den vergangenen 20 Jahren gegeben. Große Veranstaltungen und kleine, Meilensteine und alltägliche. Ja, es waren also eigentlich in Wirklichkeit sehr viele schöne Momente. Schön war vielleicht die erste Inauguration noch als Vizerektor. Ja. Ein ganz besonderer Moment für mich war der Abend, der Festabend im Landestheater anlässlich der 350-Jahr-Feier. Ich denke, das war ein magischer Moment, Wissenschaft durch die Brille der Kunst gesehen. Und um Wissenschaft geht es auch im nächsten Termin. Und es nähert sich einer der ganz Großen der österreichischen Wissenschaftscommunity. Ja, heute ist vielleicht schon ein besonderer Tag, weil also nicht nur eine Videokonferenzsitzung nach der anderen ist, sondern dazwischen eben zwei persönliche Termine. Zuerst einmal mit dem Präsidenten der Akademie der Wissenschaft. Und Wissenschaftsminister AD Heinz Fassmann. Und der wird im Salon des Rektors empfangen. Immer wenn wichtige Persönlichkeiten uns besucht haben, dann verwenden wir eben den Salon. So wie ich mich als Physiker, der eigentlich im Labor gearbeitet hat und gewissermaßen in Laborkleidung eher dann nicht so repräsentativ war. Wenn ich aber in die Vorlesung gegangen bin, habe ich mir eine Krawatte angezogen, um zu signalisieren, dass das etwas Wichtiges ist. So habe ich auch hier als Rektor den Salon verwendet, um also den Besucher zu signalisieren, dass es eben um eine wichtige Zusammenkunft geht. Eine besondere Begegnung hat es im Mai 2022 gegeben. Der durch den Krieg schwer beschädigten Karasin-Universität konnten über das Aurora-Netzwerk 51.000 Euro an finanzieller Unterstützung übergeben werden. Ein für den Rektor sehr bewegender Termin. Der Besuch der Rektorin aus Kharkiv, ja, und sie hat ja damals einen Film mitgehabt, in dem sie also vorher, nachher
die uns die gezeigt hat, vorher der Betrieb und nach den Bombardierungen. Und das hat mich eben irgendwie an meine Jugendzeit erinnert, Kinderzeit, wo also Innsbruck ja auch noch schwer beschädigt war durch den Krieg. Und wir ja eigentlich die letzten 70 Jahre immer davon gesprochen haben, nie mehr wieder, nie mehr wieder Krieg in Europa. Und jetzt eben wieder diese furchtbaren Bilder. Es war in Innsbruck ziemlich zerstört. Ja. Es hat lange gebraucht, dass Innsbruck wieder aufgebaut wurde, und das prägt und das verbindet sozusagen. Als 25-Jähriger, damals gerade Promovierter, konnte ich 2 Jahre nach Amerika als Postdoc gehen, und da habe ich damals eigentlich feststellen müssen, wie weit wir hier in Innsbruck hinten waren, international gesehen, natürlich bedingt durch die Nachkriegszeit, durch die schwierige Zeit. Und damals habe ich mir gedacht, es wäre eigentlich schön, wenn die Universität Innsbruck, an der ich ja studiert hatte und an der ich ja damals schon als Assistent dann tätig war, wenn die Universität Innsbruck hier entsprechend aufholen könnte und vielleicht wieder an die Vorkriegszeit und die Erfolge der Vorkriegszeit anschließen könnte. Im Büro liegt schon ein wichtiges Utensil bereit. Der nächste Weg führt in die Aula. Für Rektor Merck ein besonderer Termin an einem besonderen Ort. Ein Highlight in dem akademischen Alltag, eine Ordensverleihung an unsere beiden Nobelpreisverdächtigen Physiker Platt und Zoller. Und das ist natürlich schon ein besonderer Tag. Ja, einerseits glaube ich, ist es selten, dass also derartig ausgezeichnete Wissenschaftler noch dazu im Doppelpack, wie wir heute gehört haben, also verschränkt, über so viele Jahre erfolgreich zusammenarbeiten. Und dann ist es eben sozusagen meine eigene Profession, die Physik, die ich ja selber miterleben konnte. Ich kann also sozusagen einschätzen, was das, welch riesiger Erfolg sozusagen diese Entwicklung des Quantencomputings darstellt. Ich habe damals noch hier in der Aula promoviert. Das war so ein großes Ereignis. Das ist ein Einschnitt im Leben. Ein Doktorat zu machen war also schon etwas Besonderes, auch in diesen schwierigen Zeiten, wo man sich es eigentlich kaum leisten konnte, auch finanziell. Und es war damals schon die Eintrittskarte in einen weiteren wichtigen Lebensabschnitt für mich. Und die Aula hat natürlich schon auch, so wie der Salon, einen gewissen repräsentativen Charakter und ist eben von uns auch eigentlich normalerweise für besondere Ereignisse verwendet worden. Und ich denke, die Aula hat natürlich auch einiges erlebt, ja, wie wir wissen. Und im Rahmen der 350-Jahr-Feier haben wir das ja auch noch einmal beleuchtet und aufgearbeitet und haben ja auch diese Probebohrungen gemacht. Also seither ist für mich diese Aula sozusagen im doppelten Sinne geschichtsträchtig. Ja. Nach dem geschichtsträchtigen Termin in der Aula heute geht's jetzt im Büro weiter mit Alltäglichem, sofern es derzeit so etwas wie Alltag überhaupt gibt. Besonders herausfordernd, ich glaube, es wird niemanden wundern, wenn ich da jetzt die Pandemie nenne. Ja, ich denke, das hat uns alle sehr herausgefordert. Es war irgendwie auch im Spannungsfeld zwischen, wie viel kann man oder muss man tun und wie sehr schränkt man den Betrieb ein. Aber ich denke, am Ende des Tages ist es uns gelungen, eigentlich einerseits auf die Gesundheit zu achten aller und andererseits aber eben auch zu schauen, dass also sowohl in Lehre und Forschung nicht zu große Nachteile entstehen. Und das sind sie nicht. Ich denke, dass viele auch gar nicht wissen, was sozusagen Unirektor sein bedeutet. Also es ist sicherlich ein Knochenjob.
Aber auf der anderen Seite ist es natürlich extrem befriedigend für Personen, die eben etwas weiterbringen wollen, etwas bewirken wollen, gestalten wollen oder eben erreichen wollen. Und das ist ganz sicher für mich ein wichtiges Argument gewesen, das sehr gerne zu machen. Ich habe einfach Lust und Passion, Dinge zu tun. Ja. Sogar früher, wie ich ein junger Professor war, hat einmal ein Dekan zu mir gesagt, wo ich schon wieder etwas wollte. Er hat gesagt, warum müssen Sie so energiereich sein? Wo müssen Sie so viel tun? Man könnte mich als Workaholics bezeichnen, wenn man es sozusagen negativ konnotieren wollte. Aber ich habe das also immer eigentlich selbstverständlich betrachtet. Mich hat es in der Forschung, in der Lehre weitergetrieben. Und so ist es also dann auch beim Wissenschaftsmanagement gewesen, dass also hier einfach ich ein intrinsisches Interesse habe, dass was weitergeht. Mittlerweile ist es Nachmittag und es wartet der für heute letzte offizielle berufliche Termin. Ein schöner Anlass, bei dem sich Chef und Mitarbeiter ungezwungen begegnen können. Schluss ist für heute aber noch lange nicht. Daheim warten nämlich schon die Enkelkinder. Es wird Sie nicht überraschen, dass meine persönliche Bilanz positiv ausfällt. Man muss das Gesamte betrachten. Und wenn ich auf das Gesamte schaue, habe ich persönlich das Gefühl, dass diese 12 oder diese 20 Jahre, da hat sich die Universität schon sehr, sehr gut entwickelt. Das war eine fantastische Entwicklung, natürlich auch angestoßen durch das Jahrhundertgesetz, das UG 2002. Also ich bin an sich, das klingt zwar jetzt so ein bisschen final, ich bin an sich mit meinem bisherigen Leben extrem zufrieden. Ja? Also ich habe gewissermaßen meine Träume leben können. Ja? Professor zu werden war für viele Jahre ein Traum. Als junger Assistent, als junger prekärer Assistent ist das ja sozusagen ein Traum, den man kaum glaubt, dass er in Erfüllung gehen kann. Naja, also ich werde etwas wehmütig zurückblicken, ja, klar. So wie ich damals, wie ich Matura gemacht habe, wehmütig noch einen Blick ins Klassenzimmer gemacht habe. Aber andererseits muss man auch realistisch sein. Ich bin jetzt nicht mehr der Jüngste und insofern auch eine gewisse Erleichterung. Es ist eine große Verantwortung. Sie verlangt natürlich großen physischen Einsatz und insofern denke ich, ist jetzt der richtige Moment. Und ich bin extrem dankbar, dass ich das eben auch so lange noch machen konnte. Mir ist bewusst, das ist nicht selbstverständlich. Dann werde ich natürlich teilweise mehr Zeit haben und das ist mir auch durchaus recht so für Bücher, Opern und Familie. Was ich mir wünschen würde, ist, dass also meine Nachfolgerin oder das Nachfolgerinnen-Team mit demselben Herzblutgefühl an diese Aufgabe herangehen wird wie ich. Im März oder so wird ganz sicher dann es eine erste Reise hoffentlich nach Korsika geben, ein Sehnsuchtsort am Meer.